Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Lesung der achten, heute am 4. November, Sonntagabend, Montagnacht, wie man das eigentlich sagen sollte, 2018. Die achte Lesung vom Romanismus und die Reformation, dem deutschen Christen vorgetragen aufgrund der Übersetzung von Bruder Maximilian, der sich diese wunderbare Arbeit gemacht hat, dieses fantastische Buch zu übersetzen, von dem ich damals, als ich das erste Mal davon gehört habe, bereits gesagt habe, dies ist das neben der Bibel wichtigste Buch, das jeder Mensch gelesen haben sollte und sicher jeder Mensch, der sich Christ nennt, sollte dieses Buch kennen. Durch Maximilian, seine Hingabe und Leitung durch den Heiligen Geist, hat es jetzt geklappt, dieses Buch auch noch ins Deutsche zu übersetzen, und so können viele Leute von diesem Wissen genießen, die vorher nicht in der Lage waren, durch das Englische sich dieses Wissens zu bemächtigen, und da werden wir heute fortfahren. Nur, das ist ein ziemlich kurzer Teil, wo wir darin fortfahren werden, weil, wenn wir hier sehen, habe ich da eine kleine Bemerkung hingeschrieben. Hier müssen wir anfangen zu lesen und hier ist bereits die Bemerkung und dann gehen wir in ein anderes Thema rein, aber das werde ich dann gleich besprechen. Ich werde in der Zwischenzeit hier einen Film abspielen, ein wenig mit auch ein bisschen Hintergrundmusik, werde ich mal sehen, ob mich das stört oder nicht. Solange es mich nicht stört, lasse ich die Musik laufen, weil ich finde die eigentlich sehr schön. Und außerdem ist sie leise genug. Gut, also, Henry Gretton Guinness, ja, Henry Gretton Guinness hat dieses Buch 1888 geschrieben. Wir haben bis jetzt 7 Vorträge gelesen hiervon. Wir haben uns angeschaut, hauptsächlich wie Daniel das Antichristentum vorhergesagt hat. Und wir schauen uns weiterhin an, wie Paulus und in der Zukunft auch Johannes diese Fakten erwähnen. Wir sprechen von dem kleinen Horn. Ne? Hier ist ein Horn unter 10, ne? Das kleine Horn, das kleinste der lateinischen Königreiche. Ne? Und der Autor fährt fort und sagt, nun habe ich zu Beginn dieses Vortrags einige Fakten erwähnt, die auf ein sehr beträchtliches Wachstum des päpstlichen Einflusses in England während der letzten 50 Jahre hindeuten. Während der letzten 50 Jahre, ja, das ist nicht ganz richtig mathematisch gesehen, da muss man schon fast sagen, 60 Jahre, weil es geht um die Oxford-Bewegung, deren Start 1830 war, nachdem 1829 der Emanzipationsakt im englischen Parlament verabschiedet wurde. So, und da die meisten Leute überhaupt keine Ahnung haben, was Emanzipationsakt ist, weil sowas in normalen Schulen und normalen Geschichtsunterrichten überhaupt nicht gelehrt wird, und Oxford-Bewegung man da auch nicht viel von gehört hat, habe ich mir die Mühe gemacht, in Unterlagen dafür rauszusuchen. Und die größte Mühe hat sich dann Viktor gemacht, weil der hat die dann übersetzt. Und das werden wir jetzt auch gleich lesen. Ja? Nochmal eben zum besseren Verständnis. Wir sprechen ja in der Zeit 1888, wo Henry Gretton Guinness dieses Buch geschrieben hat. Und wir gehen jetzt zurück auf die Zeit 1829, 1830. Wir müssen verstehen, dass ab den 1880er Jahren all die verfälschten Bibeln auf den Markt kamen. Die erste verfälschte Bibel in englischer Sprache, die auf den Markt kam, war die ERV, die English Revised Version, 1881 und 1885 als allererste. Und das ist natürlich ein Resultat der höheren Kritik, sage ich jetzt mal, wie man das in Deutschland nannte, der Bibelkritik überhaupt, die eingeführt wurde in der Zeit, und ein Resultat eben dieser Oxford-Bewegung. Und dafür gehen wir jetzt in das nächste Dokument, die katholische Emanzipation. Weil bevor die Oxford-Bewegung war, kam die katholische Emanzipation. Und zwar in Großbritannien und in Irland. Und die katholische Emanzipation in der britischen Geschichte bezweckte die Befreiung von Diskriminierung und zivilen Behinderungen, die den Katholiken Großbritanniens und Irlands in einer Reihe von Gesetzen während der späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts zugesichert wurden. Man muss sich hiervon bewusst sein, dass damals in der Zeit es in England verboten war, Weihnachten zu feiern. Es war Katholiken verboten, politische Ämter zu bekleiden, und es war ihnen verboten, ihre Messe zu halten mit ihrer abergläubischen Transsubstantiationslehre. Die Unterdrückung, die in den Vereinigten Staaten von Amerika 1776 mit Religionsfreiheit weggearbeitet wurde, musste jetzt auch in England beseitigt werden. Und da hilft dieser Emanzipationsakt von 1829. Nach der Reformation, fährt der Autor fort hier, waren Katholiken in Großbritannien durch zahlreiche Maßnahmen, die ich gerade eben genannt hatte, eingeschränkt.
Und jetzt zählt er hier ein paar auf. Sie konnten kein Land kaufen, sie durften nicht in Behörden bzw. Ministerien tätig sein oder Sitze im Parlament halten. Sie durften kein Eigentum erben und ihre Religion frei ausüben, ohne zivilrechtliche Strafen zu erleiden. In Irland wurden Katholiken von den Parlamentswahlen ausgeschlossen und ihre Ländereien konnten leicht von den nächsten protestantischen Verwandten enteignet werden. Jetzt könnt ihr ja sagen von, ja, aber was ist denn das für eine Diskriminierung? Vor allen Dingen, dass die keine politischen Ämter haben dürfen. Also sie dürfen nicht in Behörden arbeiten, sie dürfen nicht in Ministerien tätig sein, sie dürfen keine Sitze im Parlament haben. Wir müssen uns davon bewusst sein, dass ein Katholik seine allererste Treue nicht dem Land schwört, dem er eigentlich dient, nach außen hin zumindest, als Beamter zum Beispiel in Deutschland, ob es die jetzt noch gibt heute, die Beamten oder nicht, ist eine andere Diskussion, da will ich jetzt nicht drauf aus, aber als Beamter oder als Staatsdiener, lass uns mal so sagen, in dem jeweiligen Land, ob das Deutschland ist, ob das England ist, ob das Belgien ist, ob das Österreich oder Schweiz ist, das spielt keine Rolle. Ein Katholik, der dem Staat dort dient, dient niemals erst dem Staat, sondern erst dient er dem Papst von Rom. Ein Katholik ist immer ein Agent einer fremden Macht, einer römischen Macht. Und darum haben sie damals diese Maßnahmen in England, im protestantischen England, ergriffen. Und übrigens, mit der Gründung des Deutschen Reiches durch Bismarck und dem Jesuitengesetz wurden ähnliche Gesetze in Deutschland auch eingeführt. Nur nicht ganz so straff wie damals in England. Leider. Da in England und Irland wurde das viel mehr durchgezogen. So. Im späten 18. Jahrhundert verkörperten die Katholiken jedoch nicht mehr die soziale und politische Gefahr, die sie zu Beginn der hannoverschen Nachfolge dargestellt hatten. Ah ja, warum nicht? Ja, weil man ihnen die Macht genommen hat. Weil man dafür gesorgt hat, dass sie nicht mehr in die Politik rein können. Und dann führte das zum ersten Relief Act, also Befreiungsakt eigentlich, 1778, Befreiungs- oder Gleichstellungsgesetz. Und das ermöglichte den Katholiken in Großbritannien Immobilien und Land zu erwerben. Also Stück für Stück wird jetzt diese strenge Gesetzgebung gegenüber den Katholiken aufgehoben. Ja? Ähnliche Gesetze wurden in Irland in einer Reihe von Maßnahmen erlassen, nämlich 1774, 1778 und 1782. Und jetzt müssen wir eben noch berücksichtigen, wie kurz oder nach oder um 1776 mit dem Unabhängigkeitskrieg der Kolonien das passierte, sehen wir doch eine Spiegelgeschichte der USA-Gründung, wo die Religionsfreiheit Katholiken ihre Beschneidung verloren. Wie gesagt, da in den Kolonien hatten die Katholiken dieselben Beschränkungen bis 1776 erfahren und dann haben sie in Amerika sich losgesagt von Mutterland England und haben den Katholiken Religionsfreiheit gegeben. Kommt dann noch zu, dass man den Menschen damals erzählte, sich von England trennen zu müssen, weil die auf einem katholischen Wege waren. Da ist ja nicht so viel von wahr. Aber wer das gut verstehen will, wie man die Leute damals betrogen hat, der müsste sich das Buch Herrscher des Bösen durchlesen. Das ist ja dank Stefan jetzt auch übersetzt ins Deutsche. Und da kann man das nachlesen. Und ansonsten in meiner Zusammenfassung von Herrscher des Bösen, meiner Videoserie auf meinen Kanälen, kann man das auch nachfolgen. Unter anderem mit König George, unter anderem mit den Scheinsteuern, die da so gesagt erhoben wurden, mit der Boston Tea Party und so weiter und so weiter. Alles Dinge, wo sie dafür gesorgt haben, um dafür zu sorgen, dass die Engländer in einem auf dem katholischen Weg stehen würden, also als ob sie den katholischen Weg einschlagen würden und deswegen musste man sich von England lossagen. Das war die offizielle Lehre damals. 1791 wurde dann ein weiterer Gesetzentwurf verabschiedet, der es britischen Katholiken ermöglichte, ihre Religion ohne Angst vor zivilrechtlichen Strafen zu praktizieren. Eine Maßnahme, die das irische Parlament mit dem Relief Act von 1793 einführte und irischen Katholiken das Wahlrecht und die Zulassung zu den meisten Zivilbehörden gewährte. Weitere emanzipatorische Maßnahmen nach der Act of Union 1801, das also ein Vereinigungsgesetz ist, die Großbritannien mit Irland verband, scheiterten an dem Widerstand des strikt antikatholischen George III. Und der einflussreichen irischen Protestanten sowie den britischen Tories, die die römisch-katholische Teilnahme am öffentlichen Leben Großbritanniens fürchteten.
In den nächsten zwei Jahrzehnten jedoch begann der charismatische irische Anwalt und Redner Daniel O'Connell, und von dem habe ich ein Bild vorbereitet, dann können wir uns das mal anschauen, das ist der hier. Also in den nächsten zwei Jahrzehnten jedoch begann der charismatische irische Anwalt und Redner Daniel O'Connell, die irisch-römische katholische Bauernschaft und die Mittelschicht zu mobilisieren, um für die volle Emanzipation, also Gleichstellung, zu werben. Zu diesem Zweck gründete er 1823 die katholische Vereinigung, die Hunderttausende von Mitgliedern aus Irland in seine Reihen brachte. 1828 sah sich die britische Regierung mit der Gefahr einer landesweiten Rebellion in Irland konfrontiert, wenn nicht versucht wurde, diese breit angelegte und energische Bewegung, die auf eine Linderung der katholischen Missstände abzielte, zu versöhnen. O'Connell selbst stiftete so viel Unruhe, als er 1828 bei einer Nachwahl im Parlament in der Grafschaft Clare kandidierte und darauf bestand, dass er seinen Platz nicht einnehmen werde, bis der von Mitgliedern des Parlaments geforderte antirömisch-katholische Eid abgeschafft worden sei. Der darauf folgende Wahlsieg O'Connells zwang die britischen Premierminister, den Herzog von Wellington und Sir Robert Peel, das Emanzipationsgesetz von 1829 im Parlament einzuführen. Dieses Gesetz gestand irischen und englischen Katholiken zu, im Parlament und in allen öffentlichen Ämtern tätig zu sein. Mit dem Universities Testing Act von 1871, der die Universitäten für Katholiken öffnete, war die katholische Emanzipation in Großbritannien nahezu abgeschlossen. Also wir verstehen, dass Emanzipation hiermit gemeint ist, die Gleichstellung der katholischen Religion zu der Staatsreligion, die damals in England herrschte, die protestantische. Wobei wir uns davon natürlich bewusst sein müssen, dass England niemals eine hundertprozentig protestantische Kirche hatte. Ja? Die anglikanische Kirche ist nicht 100% protestantisch, sondern sie ist zwar von Rom losgesagt und sie hat protestantische Einflüsse, ganz sicher, aber sie hat auch noch sehr viel römisch-katholisches Sauerbrot oder Sauerbrotteig in ihrem Brotteig mit verworben. Verwoben. Das muss man hier mal ganz deutlich so sagen. Und wer sich da mehr drüber informieren möchte, dem kann ich anraten, sich mal die 39 Artikel von Westminster anzuschauen und durchzulesen. Aber wir sehen hier, wie die Katholiken es geschafft haben, um bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, also 1871 hier, den Universities Testing Act, dafür zu sorgen, dass die Katholiken wieder im Parlament ihren Sitz einnehmen können, und damit hole ich mir dann Leute ins Parlament, die eben nicht treu sind an das Land, dem sie dienen, England oder Irland in diesem Fall, sondern die vor allen Dingen ihre Treue geschworen haben an den Papst von Rom. Ich hole mir damit ein trojanisches Pferd in mein eigenes Land. Ich hole mir den Krebs in mein eigenes Land. Genau so was ist das. Und das hat angefangen mit diesem Emanzipationsakt. Wir fahren aber weiter und lesen über die Oxford-Bewegung, um ein wenig zu lernen, was war die Oxford-Bewegung überhaupt. Oxford-Bewegung, da habe ich auch ein Bild vorbereitet, das ist ein Buch von Richard William Church, und der handelt von der Oxford-Bewegung der 12 Jahre 1833 bis 1845. Als ich das Buch zum ersten Mal im Internet gesehen habe, diesen Umschlag hier, da habe ich mir gedacht, ist das Zufall, dass das Oxford-Movement, also die Oxford-Bewegung, die eine Wiedereinsetzung der Katholiken in alte Plätze in England bespricht, ist das Zufall, dass das genau 100 Jahre in genau der gleichen Zeitspanne ist, wie dann im 20. Jahrhundert das Dritte Reich in Deutschland, 1933 bis 1945? Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Zufälle gibt und schon gar nicht Zufälle solcher Art. Das zeigt mir wieder einmal, wie orchestriert so viele von diesen Dingen sind. Es kann kein Zufall sein, dass hier die Oxford-Bewegung auf die 12 Jahre 1833 bis 1845 reduziert wird und wir 1933 bis 1945 in Deutschland die am katholischsten Regierung hatten, die wir überhaupt in unserer ganzen Geschichte in Deutschland hatten. Es gab keine katholischere Regierung in Deutschland als die des Dritten Reichs. Wer darüber mehr lernen will, dem rate ich an, die Buchlesung zu folgen, Hinter den Diktatoren
von Leo Herbert Lehman, das ich mit den Gästen Victor, der das, Victor war das, der das Buch übersetzt hat, und Michael hauptsächlich gelesen habe. Sollte man sich anschauen, wenn man es nicht kennt. Aber gut. Entschuldigung, ich trinke zwischendurch mal einen kleinen Schluck Kaffee. Aber gut, wir fahren jetzt fort mit der Oxford-Bewegung. Was ist die Oxford-Bewegung genauer? Und noch etwas, bevor ich jetzt hier fortfahre, möchte ich auch noch mal eben loswerden. Das ist natürlich jetzt, was wir hier lesen, das ist englische Geschichte. Und da kann jeder natürlich sagen von, ah Jörg, das ist ja alles interessant, aber was interessiert mich das? Ich lebe in Deutschland. Ihr erinnert euch sicher, dass ich dieses Buch schon öfter gezeigt hatte, das ich eingeblendet hatte von Arthur Böttling. Bismarck und das päpstliche Rom oder sowas in der Richtung heißt das Buch, glaube ich. Habe ich mal gezeigt. Es gibt sehr viele Verbindungen, die wir in Deutschland haben oder Geschichte, die wir in Deutschland haben, die auch in England es gibt. Also ich lese das jetzt hier vielleicht über England, aber genau dieselben Sachen haben sich mehr oder weniger in Deutschland auch abgespielt. Das Problem ist nur, das kriegen wir gar nicht so gelehrt. Aber wenn ich euch jetzt aufzeige, was hier in England abgelaufen ist und man erkundigt sich dann ein wenig über deutsche Geschichte, dann sieht man vielleicht auch hier und da mal Parallelen und sieht, so haben sie das in England gemacht, so haben sie das in Deutschland gemacht. In England wird über solche Sachen weit offener gesprochen. Die Deutschen bekommen ja in Geschichte überhaupt nichts mehr geliefert. Vor allen Dingen gibt es überhaupt keine deutschen Geschichtsschreiber mehr. Das ist in England anders. England hat eine ganz andere Kultur. England hat einen ganz anderen Hintergrund. Und solche Schreiber oder Autoren wie Henry Grattan Guinness oder auch James Atkin Wiley, solche Priester wie Charles Haddon Spurgeon und so weiter, die hätten in Deutschland es nicht zu viel gebracht, aber in England haben sie es zu viel gebracht. England hat eine andere protestantische Kultur als Deutschland. Und England hat eine andere Geschichte. Und England geht mit seiner Geschichte auch anders um. Auch die Engländer gehen mit ihrer Geschichte anders um. Die Deutschen gehen ja nur mit einer Schuldbeladenheit durchs Leben. Von Geschichte kann man da schon gar nicht mehr sprechen. Und die Deutschen wollen auch von Geschichte alles nichts wissen, weil das war ja alles so schlimm im Dritten Reich und wir sind ja alles so furchtbare Nazis und. Da wollen wir gar nicht weiter drüber wissen. Wir wollen nur nach vorne gucken. Richtig. Guckt mal schön nur nach vorne, dann seht ihr nämlich nicht, was in der Vergangenheit passiert ist und ihr versteht nicht, wenn die Vergangenheit sich wiederholt, wenn die Geschichte sich wiederholt. Von daher denke ich, ist es auch für die Deutschen jetzt mal wichtig, gut zuzuhören und diese Geschichte der Oxford-Bewegung sich mit bekannt zu machen, zu lernen und dann zu sehen, aufgrund vieler geschichtlicher Beiträge von mir und anderen YouTube-Kanälen oder Büchern oder was auch immer, zu sehen, wo finde ich Parallelen zwischen Deutschland und England in der Hinsicht. Wo kann ich Dinge sehen, die in England passiert sind? Wie sind dieselben Dinge in Deutschland passiert? Und welche Lehren ziehe ich daraus für die Zukunft? Deswegen gehen wir jetzt in die Oxford-Bewegung. Der Begriff Oxford-Bewegung wird oft verwendet, um das Ganze zu beschreiben, was man als katholische Emanzipation, wie wir gerade eben besprochen hatten über den Emanzipationsakt, also Rekultivierung oder Gleichstellung in der Kirche von England bezeichnen könnte. Rekultivierung ist auch interessant. Eins der Kapitel von Hinter den Diktatoren hieß auch katholische Rekultivierung in Deutschland. Ne? War das Kapitel 7 oder Kapitel 8? Weiß ich nicht. Könnt ihr ja mal nachschauen. Genauer gesagt, sagt der Autor, bezieht es sich auf die Aktivitäten und Ideen einer anfangs kleinen Gruppe von Menschen an der Universität von Oxford, die gegen die zunehmende Säkularisierung der Kirche von England argumentieren und sie an ihr Erbe der apostolischen Ordnung und an die katholischen Lehren der frühen Kirchenväter erinnern wollten. Der Erfolg dieser theologischen Aufgabe war so groß, dass es jetzt schwierig ist, zwischen denen, die den Namen Traktaria erhielten, und dem weiteren anglo-katholischen Flügel der Kirche, der ihre Ideen aufbaute und entwickelte, zu unterscheiden. Nun, die Ursprünge begannen in den frühen 1830er Jahren am Oriel College in Oxford, wo eine wachsende Zahl von jungen und äußerst fähigen Anhängern um den etwas älteren John Cabell immer offenherziger über die Bedürfnisse und Mängel der zeitgenössischen Kirche diskutierten. John Cabell hat Verbindungen zu dem Cardinal Newman, ja, oder Bischof Newman, weiß ich jetzt gar nicht mehr, war er Bischof Newman oder war Cardinal, weiß ich gar nicht mehr, über den ich ausführlich berichtet habe in Alle Wege führen nach Rom,
Ja, ein konvertierter Protestant, der dann ganz groß gewesen ist im Wiederaufrichten in England des Katholizismus, der die ganzen Diözesen neu eingerichtet hat und so weiter und so weiter. Und Pusey. Und dieser John Cabell hat halt Beziehungen zu Newman und zu Pusey. Puseyismus ist die Oxford-Bewegung, ist ein anderer Ausdruck dafür. Da gibt es ein paar interessante Links über Wikipedia in diesem Fall, die kann man sich gerne mal anschauen zum eigenen tieferen Studium hierfür. Jedenfalls, sagt der Autor, waren das sehr stürmische Zeiten in England. Die katholische Emanzipation war vollendet und die Kräfte, die das Reformgesetz von 1832 hervorbrachten, waren in allen Bereichen des Lebens spürbar. Der alte Status quo wurde bedroht. Denn viele Fragen über Kirchenleitung und Lehre blieben unbeantwortet. Es kam das Gefühl auf, dass alles auf dem Spiel steht. In den Worten des Dekans der Kirche waren die führenden Figuren der Oxford-Bewegung Männer, große Pläne. John Henry Newman. Ja, habe ich da ein Bild von? Ich meine, ich habe das jetzt nicht hier vorbereitet, sicher, oder? Newman? Ich habe da ein Bild von. Ich muss das mal eben raussuchen. Ich habe den ja, wie gesagt, schon früher gezeigt in früheren Videos von mir. Bischof war er meines Erachtens. Ja, ich brauche nicht Robert. Das ist ein Freund von mir. Den brauche ich nicht. Ich brauche den hier. Das ist John Henry Newman. Ja, ein vom Protestantismus übersprungener auf den Katholizismus. Dieser John Henry Newman datierte den Anfang der Oxford-Bewegung auf Cabells Assise-Predigt vom Juli 1833 über den nationalen Glaubensabfall. Der Inhalt mag fern erscheinen. Ein Protest gegen die parlamentarische Gesetzgebung, um die absurd große Zahl von Bistümern in der irischen Kirche zu reduzieren. Aber das Thema war entscheidend. War die Kirche von England ein Ressort des hannoverschen Staates, die von den Kräften der säkularen Politik regiert wurde? Oder war es eine Verordnung Gottes? Welches Gottes? Ja? Sie sprechen hier immer über den kleinen Gott in Rom. Waren seine Pastoren Priester der katholischen Kirche, wie das Gebetsbuch betonte, oder waren sie Diener einer calvinistischen Sekte? Newman, der Vikar der Universitätskirche von St. Mary the Virgin, also St. Maria oder Heilige Maria, die Jungfrau, Richard Hurrell Froude, ein jüngerer Bursche von Oriel, und William Palmer, ein Bursche von Worcester, schlossen sich zusammen mit Cabell einer Reihe von Traktaten für die Times an und vertieften diese Themen gemeinsam, daher der Name Traktaria. In den folgenden 8 Jahren wurden 90 solcher Traktate veröffentlicht. Hat die Taufe der Seele ihr einen unauslöschlichen Charakter verliehen? Was bedeutet Weihe der eucharistischen Elemente? War die Reformation und das elisabethanische Zeitalter eine Befreiung von der päpstlichen Knechtschaft, eine Katastrophe, die von einem häretischen Staat auferlegt wurde? Oder war das elisabethanische Zeitalter eine raffinierte Verbindung zwischen diesen beiden Extremen? Wie konnten die goldenen Zeitalter der frühen Kirchenväter und die anglikanische Theologie des 17. Jahrhunderts wiederhergestellt werden? Das waren Fragen, mit denen diese Traktate sich beschäftigten. Von Anfang an ist die Geschichte der Oxford-Bewegung von vielen Kontroversen geprägt. Die Unruhe in der Universitätspolitik, die jetzt vielleicht unbedeutend erscheint, war in der Tat entscheidend für die Zukunft der Kirche von England. Der erfolglose Versuch der Traktarier, Wren Dixon Hampden, später Bischof von Hereford, dessen Theologie sie mit Argwohn betrachteten, davon abzuhalten, Regius Professor der Göttlichkeit zu werden, ist ein typisches Beispiel dafür. Für diejenigen, die nicht wissen, was Regius Professor ist, ich habe es auch nachgeschaut, es heißt, Regius Professor ist die Bezeichnung von Lehrstühlen an verschiedenen Universitäten im Vereinigten Königreich und in Irland. Der Name Regius, von lateinisch königlich, leitet sich davon ab, dass diese Professuren von einem britischen Monarchen gestiftet wurden. Also, der erfolglose Versuch der Traktarier Wren Dixon Hampden, der später Bischof von Hereford wurde, dessen Theologie sie mit Argwohn betrachteten, davon abzuhalten, einer dieser Regius-Professoren zu werden oder ein Professor der Göttlichkeit zu werden, ist ein typisches Beispiel dafür. Die Veröffentlichung von Froude's Remains im Jahre 1838 ist ein anderer. Froude ging viel weiter als bisher, um das inhärente
katholische Erbe der Kirche von England zu verdeutlichen. Ja, das ist das, was ich gerade eben schon mal angesprochen hatte. Das katholische Erbe der Kirche von England. Genau das ist das Problem, das viele nicht erkennen. Und da muss man ein wenig selbst studieren. Das kann ich nicht alles hier in dieser Lesung von Romanismus und die Reformation erwähnen. Da muss man seine eigenen Studien zumachen. Die anglikanische Kirche war und ist in ihrem Herzen sehr katholisch geprägt. Denn sie entstand ja nicht aus Glaubensüberzeugung, wie zum Beispiel die calvinistische Kirche, wie zum Beispiel die lutheranische Kirche, sondern sie entstand aus politischen Motiven von König Heinrich VIII. Im 16. Jahrhundert. Der hat damals aus politischen Motiven mit dem Papst einen Streit angefangen und hat ihm die Obermacht der Kirche weggenommen und hat gesagt, du Papst bist nicht mehr Chef der Kirche in England, ich bin Chef der Kirche in England. Damit einher kam die Zeit von Tyndale und die Verbreitung der Bibel im Englischen, also in der englischen Sprache, auf der Basis der Tyndale-Übersetzung ab 1537. Aber auch die Tyndale-Übersetzung ist natürlich teilweise immer noch auf verkehrten Texten basiert, teilweise. Zu 80% ist sie Textus Receptus. Der Punkt ist, dass man hier die jahrhundertelang integrierte römisch-katholische Kirche in England auf einmal ihr Oberhaupt weggenommen hat, den Papst, stattdessen den König von England da gesetzt hat, nämlich Heinrich VIII., aber ansonsten waren die Leute in der Kirche immer noch dieselben. Und man hat die Kirche von einem auf den anderen Tag, mehr oder weniger, um das jetzt mal ein bisschen extrem darzustellen, von der Kirche in England, die römisch-katholisch war, wie überall in Europa, anglikanisch genannt, also angelsächsisch, ja, die angelsächsische Kirche, und hat da protestantische Einflüsse reingebracht. Aber es ist auch nie mehr gewesen als nur protestantische Einflüsse. Es war nie eine rein protestantische Kirche. Die anglikanische Kirche war und ist, das ist bis heute noch, in ihrem Herzen sehr katholisch geprägt, weil sie eben nicht aus Glaubensüberzeugung eine neu gegründete Kirche war, die entstand aus dem Protestantismus oder aus der Reformation heraus, sondern aus politischen Motiven von König Heinrich VIII. Das sind alles Dinge, die muss man berücksichtigen, wenn man diese Dinge hier liest und verstehen will. Der Katholizismus ist nicht auf die römische Gemeinschaft beschränkt, noch die Orthodoxie auf die östlichen Kirchen. Das ist die Lehre. Katholizismus ist nicht auf die römische Gemeinschaft beschränkt. Das ist schon mal ein sehr ökumenischer Gedanke, wie wir ihn heute auch noch haben. Noch ist die Orthodoxie auf die östlichen Kirchen beschränkt. Nein, die gilt genauso gut für die westlichen. Und deswegen kann man sie auch wieder vereinen. Vielleicht geschah die größte Erschütterung als Antwort auf Newmans Tract 90, die 1841 erschien, als er argumentierte, dass es in den 39 Artikeln keine Gegensätze zum Konzil von Trient gab. Also, das sind die 39 Artikel der anglikanischen Kirche, von der ich vorher bereits gesprochen habe, dass ihr euch die mal anschauen könnt, dass ihr sehen könnt, dass da unglaublich viel römisch-katholisches Sauerbrot oder Sauerteig in diesem Teig der Kirche noch ist und wie hier eben in Newman's Tract 90 argumentiert wird durch den Bischof Newman selbst, dass in den 39 Artikeln keine Gegensätze zum Konzil von Trient stehen. Das heißt, wie auch immer die 39 Artikel da formuliert wurden, sie sind so wischiwaschi formuliert, dass sie immer noch von der römisch-katholischen Kirche ihre ultramontane Lehre des Konzils von Trient akzeptabel finden. Ja? Und da habe ich mir dann nochmal einen Wikipedia-Artikel rausgesucht, hier über die 39 Artikel. Das werde ich dann auch mit in das Video mit beigeben oder in diesem Text, den ich dann wohl auch veröffentlichen werde. Und auch einen Volltext kann man sich angucken, aber der Volltext ist wahrscheinlich in Englisch hier. Und so könnt ihr euch die 39 Artikel selbst einmal anschauen und sehen, wie katholisch beeinflusst die sind. Im Jahre 1834 nun trat Edward Bouverie Pusey, ein junger Bursche von Oriel, also das ist ja diese Schule da in der Nähe von Oxford, den Traktarianern bei und steuerte einen charakteristisch gelehrten Traktat über die Taufe bei. Keble hatte sich in den frühen 1820er Jahren aus Oxford zurückgezogen.
Der Kopf der Oxford-Bewegung repräsentierte größtenteils Newman, der Vikar der Universitätskirche, aber im Zuge der Aufregung über die Track 90 zog er sich zunehmend in seine halbmonastische Herberge in Littlemoor zurück. Pusey wurde unweigerlich als aufstrebende Galionsfigur der Bewegung in Oxford angesehen. Im Jahr 1843 nun erhielt er eine Predigt vor der Universität mit dem Titel »Die heilige Eucharistie – ein Trost für die Büßer«. Ein Großteil der Predigt appellierte an die Väter und an die Caroline-Geistlichen, aber in einer zunehmend politisierten Situation war es zu viel für die Evangelikalen, einschließlich Philip Winter, der Vizekanzler, diese Situation zu tolerieren. Trotz Puseys erschöpfender Erklärungen und seiner massiven Unterstützung durch die Öffentlichkeit wurde er für 2 Jahre vom Predigten abgehalten. Kurz nach Ende seiner Suspendierung wurde er in eine noch wichtigere Position gehievt. Das passiert ja oftmals. Man macht irgendwo was verkehrt und man wird befördert in die nächst bessere Position. Heute auch nicht viel anders. Newman wurde im Oktober 1845 in die römische Kommunion aufgenommen. Das ist eben, wie ich sagte, der begann als Protestant und ist dann übergetreten in den katholischen Glauben. Wie gesagt, nicht vergessen, er war ein Konvertit. Pusey war der Einzige, an den sich seine betrogenen Anhänger wenden konnten. Richard Churches berühmte Geschichte der Oxford-Bewegung endet 1845, dem Jahr von Newmans Bekehrung. Zu dieser Zeit waren die Streitigkeiten der Traktarianer natürlich ein durch und durch nationales Phänomen. Ermutigt durch die traktarische Theologie kam es zu einer großen Wiederbelebung des Interesses an Liturgie und Kirchenarchitektur. Nicht zuletzt von der Cambridge Camden Society, die 1839 gegründet worden war. Zu ihren Anführern zählte John Mason Neal. Da habe ich auch noch mal ein Bild vorbereitet. Muss ich mal eben raussuchen. Moment. In Romanismus und die Reformation, deutsche Bilder, John Mason Neal, den haben wir hier. Gehen wir hier nochmal zurück. So, das ist John Mason Neal, von dem wir jetzt hier gerade lesen. Ja, ein Priester, ein Lehrer und ein Übersetzer. Ja, John Mason Neal, der zu den Anführern dieser Cambridge Camden Society führte, für den die Gesellschaft nicht nur künstlerisch und altertümlich geprägt war, sondern auch sehr theologisch. Sein Journal, das er veröffentlichte, der Ekklesiologe, das zuerst 1841 erschien, argumentierte für die Wichtigkeit des Symbols und der Gestaltung in den Mysterien der Anbetung und verfocht die Ideen eines jungen römisch-katholischen Architekten Augustus Welby Northmer Pugin, der Gotik als den einzigen richtigen Stil ansah. Die Architektur der Kirche spiegelt die ständigen religiösen Prioritäten des Strebens nach dem Himmel durch Gebet, Sakrament und christliche Tugenden wider. Wobei christlich hier natürlich verstanden werden muss als, ja, katholisch. Die Fortschritte, die von den Puseyites gemacht wurden, wie sie oft genannt wurden, ja, also die Puseyiten, mit anderen Worten auf Deutsch das mal zu nennen, gingen weiterhin mit Kontroversen einher. Newmans Bekehrung, ja, wir erinnern uns, der Cardinal Newman, ich meine das war Cardinal, Cardinal Newman wurde vom Protestantismus konvertiert in den römischen Katholizismus, dem seine Bekehrung war so berüchtigt wie alle seine Traktate. Mit dem Urteil von Gorham, in dem ein Justizkomitee des Geheimen Staatsrats die Entscheidung eines Bischofs aufhob, nach der ein Priester, der eine unorthodoxe Tauflehre vertrat, keine Gemeinde gründen darf, verließen viele die Kirche von England, überzeugt davon, dass sie an einen Erastianerstaat gebunden waren. Das ist ein Staat, der die staatskirchlichen, ein Verfechter staatskirchlicher gegenüber den gemeindekirchlichen Bestrebungen. Also, da geht es um die Verbindung zwischen Staat und Kirche. Ja? Da geht es drum hier, dass sie einen Erastianerstaat gebunden war, unter ihnen Erzdiakon Henry, später Kardinal Manning,
In den 1850er Jahren wurde Erzdiakon Dennison von Taunton erfolglos verfolgt, weil er die katholische Lehre von der Real Presence unterrichtet hatte. Kardinal Manning, der war bis zu seinem Tod 1865 Erzbischof von Westminster. Und die Real Presence, da geht es um die Transsubstantiation, ja, die wahre Präsenz. Da geht es um die wahre Präsenz Jesus Christus in diesem geopferten Stück Brot, das die römisch-katholische Kirche zur christlichen Kommunion reicht, wo sie Jesus Christus wieder und wieder opfert. Und der römisch-katholische Priester mit den Worten Hoc est corpus enim meum, Jesus Christus aus dem Himmel herunterbefiehlt in dieses Stück Brot und dieses Stück Brot sich durch diese Transsubstantiation verwandelt in den Leib, in die Seele, in das Blut und das Fleisch und den Körper und den Geist unseres Herrn Jesu Christi. Das ist die Lehre der Transsubstantiation, das ist die Lehre übrigens auch vom Konzil von Trient, wo wir ja vorhin über tridentinische Ziele gesprochen hatten, die immer in der anglikanischen Kirche ja wiederzufinden sind. Wo standen das hier? Naja, erinnert euch noch, dass ich das gelesen hatte, ne? Und genau das ist diese Transsubstantiation, ja? Nicht wie Jesus Christus es ordiniert hat in der Bibel und gesagt hat, nehmt dieses Brot, dies ist mein Leib, brecht es und tut das an meinem Gedenken. Und nehmt den Kelch, trinkt von dem Wein, der ist mein Blut für diesen neuen Vertrag, für das Neue Testament. Und dies tut zu meinem Gedenken. Nein, wer das sagt, dies tut zu meinem Gedenken in der römisch-katholischen Kirche, ist ein Heretiker. Ja? Das sind die Verfluchungen, einige der Verfluchungen, von den 125 Verfluchungen des Konzils von Trient. Ja? Und diese Real Presence, wie es hier steht, also diese wahre Anwesenheit, das ist die Lehre der Transsubstantiation. Da geht es drum, in dieses protestantische England diese römisch-katholische Doktrin wieder einzuführen. Dass wenn die Leute zur Messe gehen, wenn sie dieses Opfer verfolgen, da, wo Jesus Christus wieder und wieder in Form eines Brotes geopfert wird, dass sie akzeptieren, dass das der wahre Christus ist. Weil für die römisch-katholische Kirche ist das eine Opfer, das Jesus Christus vor 2000 Jahren für die ganze Menschheit gebracht hat, nicht genug. Jesus Christus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Ja? Keine weiteren Opfer mehr. Er hat die Opfer abgeschafft, so wie wir in Daniel Kapitel 9, Verse 4 bis 27 bereits vorhergesagt bekommen haben. Aber nicht so im Verständnis der römisch-katholischen Kirche. Zur gleichen Zeit, fahren wir im Text fort, gab es zunehmende Bekehrungen zum religiösen Leben. Am Dreifaltigkeitssonntag 1841 hörte Pusey das erste Glaubensbekenntnis einer Nonne, Mutter Marian Hughes, in der Kirche von England seit 3 Jahrhunderten. Pusey, zusammen mit Neil und anderen großen Namen wie Richard Mew Benson, Priscilla Lydia Sellen und Thomas Tellison Carter, war eine treibende Kraft hinter diesem Revival. Die starke Lehrtheologie, die von den Traktarianern gepredigt wurde, hatte ihren Ausdruck in Kontexten gefunden, die weit von dem Lehrstoff der Universitäten selbst entfernt waren. Der Ruf nach Heiligkeit, und zwar individuell und geschäftlich, war von Anfang an der Motor der Lehre der Traktarianer. Es war unvermeidlich, dass sich ihre Aufmerksamkeit den sozialen und evangelistischen Problemen der industriellen Arbeiterklasse zuwandte. Junge Männer wie Puseys Anhänger wurden aufgefordert, in neuen und fordernden Armenvierteln zu arbeiten. Die rituellen Neuerungen, deren sie beschuldigt wurden, waren gänzlich in den verzweifelten pastoralen Bedürfnissen begründet, denen sie begegneten. Miss Sellens Davenport von den Sisters of Mercy, das sind also die Schwestern der Barmherzigkeit, arbeitete mit den Klerikern von St. Peter's Plymouth an den Cholera-Epidemien der späten 1840er Jahre und bat den Pfarrer P. George Rundle Prynne jeden Morgen um eine Eucharistiefeier, um sie für ihre Arbeit zu stärken. So begann die erste tägliche Messe, die erste tägliche, natürlich römisch-katholische Messe, in der Kirche von England seit der Reformation. Davor war sie verboten und jetzt durften sie der Eucharistie wieder frönen, jetzt durften sie die Transsubstantiation wieder feiern, jetzt durften sie Jesus Christus wieder und wieder und wieder durch Mittel des Brotes und des Blutes in der wahren Präsenz in der Kirche
opfern und Jesus Christus damit verleugnen. In ähnlicher Weise legte der Klerus von St. Saviors Leeds, eine Gemeinde, die Pusey gestiftet hatte, die Medikamente, die sie jeden Morgen auf dem Altar hatten, vor den vielen Dutzend ihrer Gemeindemitglieder, die an diesem Tag an Cholera starben. Diese Slumkirchen und ihre Priester sind viel zu viele, um sie alle zu erwähnen, aber ihre Kühnheit und ihre Frömmigkeit sind bemerkenswert. Die Kirche von England zu dieser Zeit betrachtete Rituale als eine heidnische Nachäffung, wie von einer päpstlichen Kirche gestiftet. Gewänder waren entsetzlich für die meisten, und doch wurde an Orten wie der Missionskirche von St. George im Osten die Pfeife geschwenkt, das Verbeugen wurde gelehrt, das Kreuzzeichen wurde häufig gemacht, die Hingabe an das gesegnete Sakrament, das ist die Eucharistie, war selbstverständlich. Bekenntnisse wurden angehört und die heilige Salbung wurde praktiziert. Hier führte eine Gruppe von Priestern, angeführt von P. Charles Lowder, ihre Interpretation der traktarianischen Botschaft durch. Den Armen muss der Dienst Christi bei der Feier der Sakramente und der Verkündigung des Evangeliums nahegebracht werden. Alles unter dem Namen der Wohltätigkeit. Das funktioniert heute, 2018, noch ganz genauso wunderbar, wie es damals funktioniert hat. Schönheit und Heiligkeit sollten mitten im Elend und der Depression eintreten, als Zeuge des katholischen Glaubens an Jesus Christus, den fleischgewordenen Gott, der in seiner Welt gegenwärtig und tätig ist. Und, vielleicht am wichtigsten, die Kranken und Sterbenden sollten diese Sakramente so weit wie möglich erhalten. Sterbebettgeständnisse, das Öl der Salbung, gelegentlich auch die Kommunion aus dem zurückgehaltenen Sakrament wurden die Waffen der Priester gegen zum Beispiel die entsetzliche Cholera-Epidemie von East London von 1866. Die Ritualisten führen einen langen und erbitterten Kampf, in dem Priester eingesperrt wurden, viele weitere entlassen wurden, Aufstände der Gemeinden stattfanden, Pöbelmengen gestiftet wurden und Bischöfe Edikte aus ihren Palästen in Gebiete verteilen ließen, in die sie es nicht gewagt hätten, auch nur einen Fuß reinzusetzen. Priester wie Alexander Harriet McConaughey wurden eifrig und wiederholt verfolgt und bestraft für Praktiken, die heute nicht nur geduldet, sondern in der Kirche von England zur Norm werden. Zum Beispiel die brennenden Altarkerzen. Jetzt sagt ihr ja, aber eine brennende Altarkerze, ja, in der Kirche brennen doch immer Kerzen. Das ist doch schön. Ja, aber die Kerzen sind ein Symbol der ewigen, der unsterblichen Seele. Und das ist eine babylonische Lehre. Und keine christliche und schon gar keine biblische Lehre. Ja? Kerzen sind Symbole für die unsterbliche Seele, habe ich deswegen hier als Kommentar zugeschrieben. Schließlich klagte sogar ein Bischof, Edward King of Lincoln, vor Gericht, um seine Praxis des katholischen Glaubens zu verteidigen. Um den Rest der Geschichte zu erzählen, müsste man die ganze Geschichte der modernen Kirche von England niederschreiben. Aber zu dieser Zeit hatte die Oxford-Bewegung schon lange ihr Ziel erreicht. Das Ende der Meinungsverschiedenheiten und des Streits erlebte Pusey, der 1882 starb, selbst nicht mehr, um Zeuge der Theologie einer katholischen Kirche von England zu werden, die in alle Gebiete des Landes getragen wurde. Die wiederentdeckten Schwerpunkte auf die apostolische Sukzession und die Einwirkung der Kirche auf das Priestertum, auf das Sakrament und das Opfer, auf das Gebet, auf die Heiligkeit und die Schönheit der Anbetung sind die Geschenke der Traktanten an ihre Nachfolger. Ein Blick auf die zeitgenössische Kirche Englands, die immer noch nicht in sich geschlossen ist, oder zumindest nicht so scheint, aber sich dennoch mit bunten Dekorationen, überarbeiteten Liturgien, alten Hymnen und Tausenden von Prozessionen, Ombres, und Ombres, für wer es nicht weiß, das sind kleine Vertiefungen oder ein kleiner Schrank in der Wand einer Kirche, mit Altären, Oratorien und Refugiumshäusern umgibt. All das erinnert uns daran, wie dramatisch das Leben der englischen Kirche verändert wurde durch die katholische Vision dieser Männer der großen Pläne aus Oxford. Und damit komme ich in diesem Artikel zum Ende. Jetzt habt ihr zumindest eine sehr gute Idee darüber, was der Emanzipationsakt und die anschließende
Oxford-Bewegung in England mit dem Protestantismus gemacht haben. Sie haben ihn außer Wirkung gesetzt. Sie haben dafür gesorgt, dass wir eine ökumenische Bewegung hatten, 100 Jahre vor dem ökumenischen Konzil von 1963 bis 65, das zweite Vatikanische Konzil. Und jetzt, wo wir diesen Hintergrund so kennen, wie Henry Grattan Gillis ihn hier nicht die Zeit sich nimmt, um in seinem Buch verständlicherweise so einflussreich uns zu erklären, können wir fortfahren und verstehen wir, warum er hier spricht von dem päpstlichen Einfluss, das beträchtliche Wachstum des päpstlichen Einflusses in den letzten 50 oder 60 Jahren, wenn man jetzt Korinthen kacken will, auf die 10 Jahre hin. Warum der Henry Grattan Gillis das hier sagt. In einem späteren Zeitpunkt in dem Buch kommt er da, glaube ich, nochmal drauf zurück und sagt er, dass wir zu der und der Zeit in England so und so viel Kloster hatten und jetzt so viel Kloster. Also Anfang der 30er Jahre oder Ende der 20er Jahre in England hatten wir, 10 Kloster und heute haben wir 530. Damals hatten wir keine Nonne, heute haben wir so und so viele 1000 und so weiter und so weiter. Und das ist eben das beträchtliche Wachstum des päpstlichen Einflusses in England während der letzten 50 Jahre zu danken an den Emanzipationsakt und zu danken an die Oxford-Bewegung. Die haben wir jetzt hiermit abgeschlossen. Und wie gesagt, was auch damit zuzählt, ist die Einführung der verfälschten Bibeln Ende des 19. Jahrhunderts. Also auch ein kleiner Tipp, den wollte ich euch nochmal eben geben, wenn ihr darüber mit anderen Leuten mal diskutieren wollt, über welche Bibel ist denn jetzt die einzig wahre. Weil ich ja immer sage, es ist die König James. Und ja, in Deutsch die Schlachter 2000, weil die haben denselben zugrunde liegenden Text, den Textus Receptus im Neuen und den masoretischen Text im Alten Testament. Trotzdem ist die Schlachter übersetzungsmäßig nicht so perfekt, wie die König James das ist. Und Leute, die sich da bisher jetzt intensiv mit beschäftigt haben, wie zum Beispiel der Maximilian, aufgrund auch dieser Übersetzung, die können euch das bestätigen, dass oftmals die König James wirklich die bessere Übersetzung ist. Zum Beispiel, wer hat mich da jetzt drauf gewiesen? Ich weiß nicht mehr, ich will jetzt keinem Unrecht tun. Maximilian oder Viktor oder Michael, einer von euch hat mir mal gesagt, Jesaja 8, Vers 20. Ja? Schaut das nach, schaut das in der König James nach, wie es da steht, schaut das in der Schlachter nach, wie es da steht, schaut es in der anderen Bibel nach, wie es da steht, und dann seht ihr, dass selbst die Schlachter da nicht perfekt ist. Der Punkt ist nur, und das ist etwas, was ihr berücksichtigen sollt und was ihr als Wissen bitteschön mitnehmen sollt, wenn ihr selber konfrontiert werdet mit Menschen, die mit euch in Diskussion treten wollen über von, ja, aber ich habe eine Bibel und die ist ja gut, ist ja alles das Wort Gottes, spielt doch keine Rolle, welchen Druck ich habe, welcher Text da zum Grunde liegt, ist doch alles dasselbe. Nein, das ist der wichtige Punkt, den Henry Grattan Gillis hier macht, oder besser gesagt, den ich hier gemacht habe in diesem Artikel hier. Ab den 1880er Jahren kamen all die verfälschten Bibeln auf den Markt. Davor gab es in England nur die König James. Und auch in Deutschland gab es ja mehr oder weniger nur die Lutherbibel im Deutschen. Ja? Auch diese ganzen anderen Bibeln sind ja auch erst später gekommen, weil die eben aufgrund desselben Textes sind. Aufgrund des Nestle-Aland-Textes, aufgrund der verfälschten Papiere aus Alexandrien und so weiter und so weiter. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen. Aber das hat eben erst zum Ende des 19. Jahrhunderts stattgefunden. Seitdem erst sind die ganzen falschen Bibeln da drauf. Davor hatten wir die einzig richtige. Anfang des 18. Jahrhunderts oder im Laufe des 17. Jahrhunderts musste ich mit Leuten nicht diskutieren, welche Bibel die richtige ist. Da wussten sie es alle. Es ist die King James. Und wenn man natürlich gerne viel Fußnoten liest, dann kann man auch die Geneva Bible nehmen, ne, die Genfer Bibel von 1560 oder 1599. Aber die ist ja nur bekannt aufgrund ihrer Fußnoten. Aber die Leute wussten alle, dass das die einzig wahre Bibel war. Auch in Deutschland hat man nichts anderes gelesen als die Lutherbibel. Ja? Da wollte man von einer römisch-katholischen Bibel nichts mehr wissen. Wichtiger Punkt nochmal. Also, machen wir nochmal ein kleines bisschen Musik an. Nun habe ich zu Beginn dieses Vortrags einige Fakten erwähnt, die auf ein sehr beträchtliches Wachstum des päpstlichen Einflusses in England während der letzten 50 Jahre hindeuten. Viele richten ihren Blick auf diese Tatsachen, um den Eindruck zu bekommen, dass der Romanismus in der Welt allgemein an Boden gewinnt. Dies ist bei weitem nicht der Fall, wie ein Vergleich der Position des Papsttums im 13. Jahrhundert
und der beiden folgenden mit der Position des Papsttums, die es jetzt im 19. Jahrhundert innehat, deutlich aufzeigt. Ja, zur Zeit von Henry Gretton Gillis vielleicht noch, heute sieht das anders aus. Damals, sagt er, übte Rom tatsächlich die Herrschaft aus, die es jetzt nur noch beanspruchen kann. Damals, mit der Zustimmung seiner Barone, stimmte der König von England zu, sein Königreich als Lehnsherr des Papstes zu halten und ihm jährlich 100.000 Mark als Anerkennung zu zahlen. Das spielt sich, für diejenigen, die geschichtlich nicht so bewandert sind, ab um die Zeit von 1215, zufälligerweise auch das Jahr des 4. Laterankonzils, wo die Inquisition eingeführt wurde, wie wir bereits in einem vorherigen Teil besprochen hatten. Na? Ja, da habe ich dann noch einen Link dabei gemacht von der Magna Carta. Könnt ihr darüber euch mal informieren. Könnten Sie sich vorstellen, sagt der Autor, dass Königin Victoria und die Lords und Bürger von England jetzt zu so etwas zustimmen würden? Damals stand der große und tapfere Kaiser von Deutschland 3 Wintertage und Nächte lang barfuß im Hof seiner Heiligkeit und wartete auf die Ehre einer Audienz, in der er den Papst um Verzeihung bitten konnte, weil er als unabhängiger Monarch gehandelt hatte. Wir erinnern uns, wie ich das vorher schon gesagt hatte, hier geht es um den Gang nach Canossa, ja? Die Geschichte der Deutschen, der Gang nach Canossa Heinrich IV. Ist der Höhepunkt des sogenannten Investiturstreites zwischen geistlicher Macht, dem Papst als Oberhaupt der Kirche, und weltlicher Macht, dem Kaiser als von Gott eingesetzten Herrscher über seine Untertanen. Ja, nur wenn die römisch-katholische Kirche sagt, der Kaiser ist von Gott eingesetzt, dann meint die römisch-katholische Kirche natürlich mit Gott den Papst von Rom. Also es ist der Papst von Rom, der den Kaiser einsetzt. Aber da sind wir in der Vergangenheit schon tiefer drauf eingegangen. Da gehe ich jetzt nur im Vorlesen dieses kleinen Artikels, den ich hier geschrieben habe, dazu ein. Streitpunkt ist das Recht des Grundherren auf Einsetzung der geistlichen Führer im jeweiligen Herrschaftsraum. Die Kirche bemängelt, dass bei einer Einsetzung durch die weltliche Macht die Treue zur Kirche weniger wert wäre als die zum Lehnsherrn und drängt darum auf eine Reform. Die weltlichen Herrscher fürchten Machtverlust. Dieser Konflikt bestimmte die Machtpolitik in Europa 50 Jahre lang und beginnt 1076 auf dem Reichstag in Worms, wo sich der Henrich IV. Mit den deutschen Bischöfen gegen den Papst stellt und den Papst als falschen Mönch für abgesetzt erklärt. Antichrist Papst Gregor VII., Hildebrand, fackelt nicht lange und exkommuniziert Heinrich, wirft ihn aus der Gemeinschaft der Gläubigen. Es geht hin und her, Bündnisse, Gegenbündnisse und Drohungen. Und was die Exkommunikation beinhaltet, habe ich ja auch bereits zur Genüge eher erklärt. Letztlich muss Heinrich Klein beigeben. Im Dezember 1076 tritt er mit Frau, Kind und seinem Gefolge, mit Friedrich von Büren, den Weg über die Alpen nach Canossa an. Im härenen Bußgewand und barfuß bittet er Antichrist Gregor um Verzeihung. Der wird ihm gewährt und er kann weiter regieren. Aber der Konflikt dauert noch bis 1122 an, also über 50 Jahre. Es gibt Synoden, Verhandlungen, auch Kriege wie die Schlacht der Weißen Elster 1080, bis schließlich das Wormser Konkordat den Streit mit einem Kompromiss beendet. Diese Einigung zwischen Kaiser und Papst führt zu einer nachhaltigen Schwächung des Kaisertums. Und das ist eigentlich der wichtigste Satz, den wir hieraus durchaus behalten müssen. Dadurch, dass Gregor VII., Hildebrand, seinen Fuß setzt auf den Nacken von dem Kaiser Heinrich IV. Und ihn zur Buße zwingt und diesen Gang nach Canossa zwingt, dadurch ist das Kaisertum insgesamt geschwächt gewesen. Und der einzige Kaiser, der noch einmal, ich sag mal, Eier am Leib gezeigt hatte, das war Napoleon, als er sich 1804 in Anwesenheit von Pius VII. Selber gekrönt hat und gesagt hat, du Mönch, setzt mir nicht die Krone auf, weil wenn du sie mir setzt, dann kannst du sie mir auch nehmen. Ich setze sie mir selber auf. Ja? Das war 1804. Aber in der Zwischenzeit, wir sprechen hier ja von dem 11. Jahrhundert, Mitte des 11. Jahrhunderts, bis zum 19. Jahrhundert, Napoleon, war das Kaisertum stark geschwächt und war der Kaiser unter der Fuchtel der Päpste. Und genau das ist die Erfüllung der
Offenbarung, wo in der Offenbarung ja gesagt wird, dass die Könige dieser Welt Unzucht betrieben mit der Hure von Babylon. Genau das ist der Punkt. Das tun sie übrigens heute auch immer noch. Also, könnten Sie sich vorstellen, dass Kaiser Wilhelm von Berlin das heutzutage tut, fragt Henry Gretten Guinness hier, dass er bei dem Papst zu Kreuze kriecht? Nun, ich will dem Henry Gretten Guinness ja nun nicht irgendwelche, wie sagt man so schön, Naivität unterstellen. Aber dieser Kaiser Wilhelm hatte ein Treffen, wie nennt man das, wenn er ein Treffen mit dem Papst hat? Audienz. Bei Leo dem 13. in den 1880er Jahren. Und in den Memoiren des Kaisers lesen wir, dass der Papst ihn dazu aufgefordert hat, dass der Papst will, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche wird. Also, könnten Sie sich vorstellen, dass Kaiser Wilhelm von Berlin das heutzutage tut? Leider ja, kann ich mir vorstellen. Oder 2018, könnten Sie sich vorstellen, dass Mutti Merkel das heute tut? Wenn die Mutti Merkel zum Papst geht, dann küsst sie nur ergeben seine Hand. Den Rest sehen wir vor Kameras nicht, was sie noch alles macht. Aber ja, die sind dem Papst allesamt ergeben. Wo immer es ihm gefiel, konnte der Papst damals in jedem Land nach Lust und Laune alle religiösen Befolgungen aufheben, sogar die Beerdigung der Toten und die Heirat der Lebenden. Ne? Das bewirkt das Interdikt, der Bann, die Exkommunikation des Herrschers oder die Exkommunikation sogar eines ganzen Landes. In welchem Königreich könnte er das heute tun? Naja, zu der Zeit, wo Henry Gretten Guinness das schreibt, leben wir natürlich in der Zeit, wo dem Papst die temporäre Macht entnommen wurde. Wir sprechen von der Zeit, wo Offenbarung 13 die tödlich erscheinende Wunde dem Biest zugefügt wurde. Das müssen wir natürlich hier eben bei berücksichtigen. Deswegen fragt er, in welchem Königreich könnte er das heute tun? Genau in diesem Zeitpunkt zwischen 1866 und 1929 nicht. Aber wir leben heute in 2018 und leider in einer Zeit, wo er das wieder tut. Lange nachdem seine absolute Herrschaft verschwunden war, hatte der Papst sogenannte Konkordate mit verschiedenen Nationen, in denen vereinbart wurde, dass sie ihn als Gegenleistung für die geistliche Unterstützung ebenfalls unterstützen würden, wenn ihm die letzte Spur seiner zeitlichen Herrschaft gewaltsam genommen würde. So, verstehen wir jetzt vielleicht einige Menschen mehr die Bedeutung des Konkordats von 1933? Ja? Der Papst schließt Konkordate mit verschiedenen Nationen, hier, in denen vereinbart wurde, dass sie ihn als Gegenleistung für die geistliche Unterstützung ebenfalls unterstützen würden, wenn ihm die letzte Spur seiner zeitlichen Herrschaft gewaltsam genommen würde. Dem Papst wurde seine geistige Herrschaft genommen im Jahre 1866. Zu der Zeit, wo der Autor das hier schreibt, hatte er diese Kraft nicht mehr. Aber er konnte zurückgreifen auf die Konkordate, die es bereits gab. Wie gesagt, nochmals hier der Hinweis, dass zu der Zeit die Wunde aus Offenbarung 13 offensichtlich das Papsttum ja geschwächt hatte. Direkte politische Macht hat er derzeit keine. Obwohl seine Position als Oberhaupt der abtrünnigen römischen Kirche ihm immer noch immensen indirekten Einfluss gibt. Also Henry Gretten Guinness erkennt hier ohne Problem an, dass in der Zeit, wo er das Buch hier schreibt, wo er diese Lesungen hält in Exeter Hall 1887 und dann das Buch veröffentlicht 1888, dass der Papst keine direkte politische Macht hat derzeit, weil eben die Wunde aus Offenbarung 13 zugeschlagen hat, diese Wunde zugefügt wurde und der Papst seine temporäre, seine zivile Macht im Augenblick verloren hat. Seine Macht über die Kirche, seine politische Macht. Er hat immer noch seine spirituelle, seine geistige Macht. Die 10 Könige als solche haben sein Joch
völlig abgeschüttelt. Naja, dass die Wunde erschien ja nur tödlich. Sie war nicht tödlich. Und er selbst hat keine souveräne Gerichtsbarkeit mehr. Seine Territorien wurden ihm genommen. Ja, die ganzen Papststaaten wurden damals genommen. Venedig, Verona, was weiß ich, diese ganzen päpstlichen Staaten wurden alle damals von Italien einverleibt. Also seine Territorien wurden ihm genommen, ebenso wie seine Herrschaft. Auch der einst riesige Reichtum ist verschwunden. Die riesigen Landgüter der Klöster wurden größtenteils konfisziert und säkularisiert. Aber die größte Tatsache in diesem Zusammenhang ist die Zahl derer, die seinen religiösen Anspruch abgelehnt haben. Auf dem Laterankonzil von 1513, da kann man am Wikipedia nachlesen, um sich darüber zu informieren, nachdem die sogenannten Ketzer durch Feuer und Schwert zum Schweigen gebracht worden waren, sagte ein Redner, der sich an den Papst wandte, Zitat, der ganze Leib der Christenheit ist jetzt einem Haupt unterworfen, dem euren gleich. Niemand widersetzt sich jetzt, niemand widerspricht jetzt. 1513. Meine lieben Brüder und Schwestern, das war 4 Jahre, bevor der augustinische Mönch Martin Luther sein ganzes Herz zusammengenommen hat und 95 Thesen gegen den Ablasshandel der römisch-katholischen Kirche veröffentlicht hat. Die römische Kirche hat sich gebrüstet, dass der ganze Leib der Christenheit, das heißt ganz Westeuropa, dem Haupt des Papstes unterworfen ist. Und wenige Jahre später hat die Reformation zu der Rebellion, sage ich jetzt mal, geführt, dass dem Papst eine ganze Menge, eine ganz, ganz große Menge Dinge weggenommen wurde. Ja? Heutzutage, in 2018, leben wir unter Papst Franziskus, der erste offizielle jesuitische Papst ist. Die Jesuiten begehen im Augenblick denselben Fehler, den die römisch-katholische Kirche Anfang des 16. Jahrhunderts begangen hat. Nämlich, sie rühmen sich ihres Erfolges. Und dann kommt die Strafe. Damals kam die Strafe in Form der protestantischen Bewegung, der Reformation und der protestantischen Bewegung, hauptsächlich durch Martin Luther. Wodurch sie heute und wann sie heute, in welchen Jahren kommt, weiß ich nicht. Aber es steht etwas vor der Tür. Und wenn es nichts ist, was wir hier im Weltlichen schaffen, dann ist es auf jeden Fall die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, der versprochen hat, wiederzukommen. Und wenn er wiederkommt, dann wird er das Papsttum ganz und gar vernichten. Dann wird das Papsttum seinen letzten Atemzug getan haben. Wenn unser Herr zurückkommt, wie es im 2. Thessalonicher 2 und an anderen Stellen der Bibel beschrieben steht, und Jesus ist da, dann wird er durch den Atem seines Mundes das Papsttum vernichten. Dann wird der Stein, der nicht ausgehauen ist mit Menschenhand, die Figur der menschlichen Königreiche in den Füßen, die gemischt sind aus Eisen, mit Ton treffen und diese ganze Statue zerbröseln zu Staub, und dieser Staub wird weggeweht werden. Und dieser kleine Stein wird ein Königreich, das die ganze Welt umspannt. Das kann ich prophetisch vorhersagen, weil es steht so geschrieben. Das macht mich nicht zum Propheten, aber das macht mich zu einem Bibellehrer. Und um die Bibel besser zu verstehen, sollten wir sie alle studieren. Und am besten eine korrekte Bibel. Eine Bibel, die korrekten Grundtexte hat, in welcher Sprache auch immer. Und daher rate ich euch an, dass, bis wir uns zum nächsten Mal zur 9. Sendung wiedersehen, lest eure Bibel. Maranatha. Thank you.